Wir sind wieder da, wir sind wieder hier, wir sind wieder dort. Wir sehen uns gleich beim Jagertee später. Sehen Sie den Typen mit der weißen Skijacke und dem weißen Skihelm? Man möge im ersten Moment vielleicht denken, dieser Typ ist Rentner. Aber nein, er ist gerade mal 27 und seine Art und Weise, Ski zu fahren, ist unter aller Kanüle. Wenn ich solche Leute im echten Leben treffe, sage ich meistens... später. Jodi, 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 jodi. Habt ihr schon mal von jemandem gehört, der aus so einem Restaurant auf so eine Skipiste rausgeflogen ist? Jodi, 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 jodi. Jodi, jodi, jodi. Je länger man mit Marc unterwegs ist, desto stärker merkt man, dass Marc ein Psychopath ist. Stimm einfach so Schlagerlieder mit den Leuten an, das ist einfach schon das Video. Ich bin nüchtern. Jodi, 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 jodi. Da sind meine Leute aus Duisburg. Aber mit was für einer Souveränität? Wie machst du das? Jetzt mal ehrlich. Du siehst so normal dabei aus. Mit einer Freundlichkeit. Tornado. 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 Schnell dich hier runter, bist mit dem Video. Komm. Ja, jetzt wird Tornado gezündet. Feuer hoch und jetzt Hose runter, Junge. Ja, genau das. Alles ist doch das. Doch nicht zu ihr, Mann. Oh. Kein bisschen daneben gegangen, ne? Das ist mein Alexo. Ich hol gerade auf romantisch zwei Glühwein für Alexa. Dann will sie mir die Lippen mit ihrer Lippencreme eincremen. Ich sag ihr, creme es mit deinen Lippen ein. Rollt sie sich rüber, schüttet den Glühwein über Rebis Hose, über Rebis weißen Skianzug. Und das Einzige, was von ihr kommt, ist, oh, mein Handschuh. Aber alles gut. Gute Partner. Haft für ihren Partner. Wer ist das jetzt? Meine Frau. Gestern hast du uns noch eine andere gezeigt. Für diese Hose musst du sehr viele Bilder verkaufen. Also, klick mal gerne auf den OnlyFans. Okay, mein Fetzer. Also einfach die YouTube-Legend hier. Nico, kannst du bitte den Tornado mit mir entzünden? Hast du mit meine Palm Angels? Entzündet den Tornado. Aber alle. Also, schönen Tag dir noch. Ja, die Auge. Das war die größte Random-Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Später. Man könnte jetzt meinen, das war ein gescripteter Cut, aber das ist halt gerade wirklich so passiert. Ich habe ehrlich gesagt auch zwischenzeitlich vergessen, dass wir beim Skifahren sind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voll wie einmal, Alter. Ich lieb den Scheiß. Man sieht schon, wir gehören hier nicht her. Ich hab ganz kurz einmal. Nein, kurz einmal. Nein, wir machen nur Spaß. Nee. We don't know these guys. Wir sind schon voll für das Etablissement. Wir haben hier einen der schlechtesten Warzone-Spieler der Zeit, der Geschichte. If you survive, you earn your freedom. Der Vlog mit der Compilation von Marc Eggers. Das heißt Abschiebung. Die Geliebte geht. Ja, da fragt man sich, wo ist da die Rechtsgrundlage? Mein Name ist Christian Solmecke, Medienpartner. Ist es legal, wenn man bereits Vater wird, eine neue Freundin zu haben? If you like King, die Antwort ist ganz klar, nein. Egal. Ey, Mann. Mal feiern. Ich nehme Steroide und sehe trotzdem besser aus als Tipp. Ist jetzt körperlich oder was? Körperlich, ja. Ja. Nee, er meinte vom Gesicht. Ich lösche meinen Channel und wir machen aus dir den größten Alkoholismus-Channel, den die Welt jemals gesehen hat. Ich habe eine bessere Idee. Wir löschen beide unsere Channel und trinken privat. Und dann trinke ich noch ein Aperitif. Und dann trinke ich noch ein Aperitif. Und dann trinke ich noch ein Aperitif. Ohne Alexa ist alles beschissen, oder? Sogar mit Alexa alles beschissen. Wie gut fahrt ihr Snowboard? Macht dir gar keinen Stress, mein allergeilster. Ich guck das Tutorial. Wir haben dort unten ein Gym. Lass uns da mal gleich noch hingehen, oder? Ein bisschen die Trainingssession rein trainieren. Alles gut. Wenn du mich suchst, ich bin nackt in der Sauna. Digga, wer wirft hier Schneeball? Schneeball! Oh mein Gott, die werfen ja hier bis hierhin nicht! Schneeball! Öffne mal die Schneeballschlacht gegen die! Bitte mach Schneeballschlacht gegen die Polizei! Oh, ich hab gar nicht gecheckt, dass sie da schicken. Lass bitte ein paar Passanten belästigen. Jori, 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 Jori! Der ist ja gar kein Passant. Jungs, wir werden herausgefordert. Und jetzt brauche ich mein Team auf 3, 1, 2, 3! Jori, 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 Jori! Auf aggressiv! Jori, Jori, Jori!
Dokumentation über Mark Eggers. Mark Eggers ist einer der alkoholisiertesten YouTuber im deutschen Bereich. Nach seinen erbärmlichen Nachtaktivitäten ernährt er sich dazu auch noch sehr, sehr ausgewogen. Der Vollzeitberufsalkoholiker Mark Eggers in seiner Blüte. Dein aufgedunsenes Gesicht, man merkt es richtig auch. Sogar die Leute um ihn herum bemerken, irgendwas hat sich verändert. Hier zwei weitere Vollzeitalkoholiker. Das müssen die Freunde von Mark Eggers sein. Was soll ich sagen? Es gibt mal noch mal kurz einen Talk zum Ende. Weißt du, das ist zwar der Part, den eigentlich wahrscheinlich niemanden interessiert, was bei mir abgeht. Aber bei mir tut sich gerade einiges in meinem Leben. Es verändert sich extrem viel. Bin seit Ewigkeiten wieder verliebt. Ich komme mir vor wie so ein 18-Jähriger. Viele finden es übelst cringe und so. Ist auch okay. Weiß nicht, was mit mir passiert. So, ich komme mir richtig dumm vor mal teilweise. Deshalb habe ich einfach ein krasses Defizit, weil ich die letzten Jahre einfach nie eine Beziehung hatte. Ich will auf der einen Seite immer noch mit Ronison Stuff machen, rumreisen, dies, das. Ich habe aber auch noch eine Firma hier. Dann habe ich jetzt ein Mädchen, das auf mich wartet, auf das ich mich freue. Dann kommt mein Kind. Es sind so viele Sachen, die bei mir gerade irgendwie passieren. Es ist voll verschickt irgendwie. Perfekt, Lazo. Danke dir, Digga. Aber es interessiert keinen. Liebe Leute, ich wünsche euch noch einen beschissenen Tag. Lasst hier auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns hoffentlich nicht im nächsten FLOG.